Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im LS23 auf unserer Karte Neubrunn. In der letzten Folge habe ich euch erzählt, ich möchte mir Schafe zulegen, denn den Schafstall haben wir ja mal gekauft. Denn da gab es ja als Bonus diese schöne Weide, die da oben ist, drauf zu. Und deswegen haben wir den Schafstall und jetzt wollen wir uns mal mit den Schafen beschäftigen. Da gehen wir einfach mal hier ins Tiermenü rein. Und da würde ich sagen, da gibt es kleine Lämmer, die kosten 200 Euro das Stück, die müssen noch wachsen. Und es gibt Schafe, die schon 8 Monate alt sind. Da würde ich sagen, wir kaufen uns mal 30 Lämmer und 30 Schafe. Die Lämmer können noch wachsen und die Schafe können schon mal Wolle produzieren, denn Wolle kann man gut nehmen und die können wir dann natürlich verkaufen. So, die kaufen wir dann auch nochmal für 18.860 und dann ist unser Schafstall voll. So, mal gucken, ob die Tierchen da sind. Ja, das ist im LS23 so, also man sieht hier nicht alle Tiere. Das hat was mit dem Spiel natürlich zu tun. Dann wären zu viele Animationen, damit kann das Spiel nicht so gut umgehen, deswegen sieht man hier nur ein paar. Ja, jetzt haben die natürlich nichts zu fressen. Dafür braucht man diesen Futtermischwagen. Ohne den Futtermischwagen kann man im LS23 die Schafe nicht füttern. Das ist ein bisschen anders als im LS22, da kann man das mit dem Ladewagen machen. Hier geht es auf jeden Fall nicht. Man sich natürlich im Shop kaufen. Der ist natürlich unter Tierhaltung. Kostet aber allerdings auch 50.000 Euro. Aber ohne den kann man auf jeden Fall bei den Schafen nichts machen. So, und dann zeige ich euch mal, wie man den befüllt. Das ist im LS23 eigentlich relativ einfach. Man muss den Ladewagen, den Futtermischwagen anschalten. Und dann fährt man einfach neben so einen Grasballen. Das ist natürlich wichtig, nicht, dass der schon zu umwickelt ist mit Folie. Einfach normalen Grasballen. Fährt daneben. Und dann geht es automatisch da rein. Und mischt sich. Das ist eigentlich easy gemacht. Also man braucht keinen Frontlader oder Radlader oder sonst irgendwas. So, und dann ist das Ding auch schon voll. Und dann werden wir mal zum Schafstall fahren und unsere Schafe damit ein bisschen füttern. So, da ist jetzt nicht so, da ist jetzt einiges raus. Jetzt können wir den letzten Ballen, den wir da haben, auch nochmal schnell einsammeln. Dann haben wir den Futtermischwagen schon mal voll. Und dann braucht man natürlich noch einen dann braucht man natürlich, um die Baumwollpaletten, die Schafe produzieren, einen Anhänger. Den habe ich auch schon gekauft, den gibt es natürlich auch im Shop. Damit kann man aber auch alles andere natürlich transportieren, so wie die Eier oder Mehlsäcke, wie auch immer. Also man kann da ja
einiges mit transportieren. So, das stellen wir mal hier ab. Den ausmachen. Mischen braucht er erstmal nicht mehr. So, steigen wir mal in unseren Landini. So, die Schafe haben hier was zu fressen. Und dann sehen wir hier diesen Anhänger. Damit kann man dann auf jeden Fall wann dann hier an dem Träger die Baumwollpaletten angekommen sind, kann man die damit abtransportieren. So, dann wollen wir mal gucken, wie das aussieht bei den Tieren. Ja, wir haben jetzt 100% Gras drin. Die nehmen allerdings auch noch Heu. Kann man auch reinmachen. Aber Gras geht auf jeden Fall auch. Und das läuft, würde ich sagen. So, wie sieht es bei den Hühnern aus? Die sind auch voll dabei. Ja, so sieht es auf jeden Fall bei den Schafen aus. So muss man das auf jeden Fall machen. Kein Hexenwerk, aber so funktioniert es. Ja, ich würde sagen, ich beschäftige mich noch mal ein bisschen damit, wie es hier am Hof weitergeht. Ich habe hier noch ein paar Ballen, die ich wegbringen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann denke ich mal, geht es darum, wie wir die Ballen verkaufen und was man da so für Einnahmen mit generieren kann. Ja, dann bedanke ich mich für euer Zuschauen. Das war jetzt mal ein kleiner Einblick in die Schafe hier im LS23 auf der Switch. Dann bedanke ich mich für euer Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Und lasst einen Daumen hoch da, das würde mich freuen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.